Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Video. Ich wollte endlich wieder Livestream-Ankündigungen machen und das mache ich jetzt auch hiermit. Ich habe es so circa die letzten 1,5 Jahre nicht mehr gemacht oder nicht mehr machen können aus Zeitmangel oder weil ich auch noch einfach nicht dran gedacht habe, obwohl es eigentlich sehr viel immer gebracht hat. Wartet kurz, ich muss meine Cam ein bisschen darüber ziehen, das geht doch nicht. So. Ja, heute Abend ist wieder Livestream, so wie jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Schreibt es euch hinter die Löffel. Es steht aber auch in jeder meiner Videobeschreibungen und auch der Link, wo es hingeht, also wo gestreamt wird, auf Twitch und so weiter und so fort. Heute gibt es neben den sonstigen 2 Skins und dem Graffiti, die so oder so immer rausgehauen werden, noch eine Mac 10 Neon Rider mit meiner Unterschrift drauf. Also ein richtig besonderes Teil. Ist sogar, glaube ich, in Factory New. Ja, ist sogar in Factory New. Ja gut, da hat man schon einiges in der Hand, nicht wahr? Es gibt auch wie immer Viewer Games in den Livestreams, also ich spiele dann mit euch. Der Stream wird so wie immer ablaufen. Ihr kommt einfach um 19.30 Uhr rein, da startet die ganze Chose. Das erste Spiel mache ich meistens mit meinem Team. Wenn die nicht da sind, dann mache ich eine Runde Wingman oder zwei und dann kommen die Viewer Games. Es ist sehr sinnvoll, von Anfang an dabei zu sein, weil man in meinen Streams Bubble Dollar sammelt. Das ist meine Streamwährung. Da bekommt ihr pro Minute ein, wenn der Stream an ist, also wenn ihr ihn anhabt. Und nur damit könnt ihr bei den Giveaways und bei den Viewer Games mitmachen. Also wenn ihr mitspielen wollt, dann solltet ihr direkt von Anfang an dabei sein oder zumindest den Stream einfach laufen lassen im Hintergrund auf 160p oder sowas. Und lautlos, falls es euch stört. Und dann könnt ihr schon mal die Bubble Dollar sammeln. Natürlich würde ich mir wünschen, dass ihr aktiv am Start seid, aber ich weiß, das geht nicht immer. Man will trotzdem unterstützen, dann macht man halt einfach nur an. Läuft. Wenn ihr aktiv im Chat seid, also im Twitch-Chat, dann bekommt ihr pro Minute nochmal einen extra Bubble Dollar dazu. Als Aktivitätsbonus. Und wenn man Subscriber ist, also Abonnent auf Twitch, dann bekommt man nochmal pro Minute einen dazu. Das heißt, dann bekommt man pro Minute schon 3 Bubble Dollar. So kann man natürlich sehr, sehr schnell sehr viel sammeln. In den Streams gibt es immer Skin-Giveaways. Immer, immer, immer. Die für alles und jeden offen sind. Es gibt auch noch zusätzlich extra Sub-Giveaways für Subscriber, die nur zu betreten sind, wenn man Subscriber ist. Aber das sind, wie gesagt, zusätzliche Giveaways. Es wird immer Giveaways geben, die für alle offen sind. Für jeden. Also auch für dich, wenn du jetzt sagst, oh, das habe ich gar nicht gewusst, ich komme heute Abend mal vorbei, dann kannst du da heute Abend auch schon dran teilnehmen. Du solltest nur ein paar Bubble Dollar sammeln, also den Stream schauen und ja, und schon bist du mit am Stissel. Ihr merkt also, dass die Giveaways auf Twitch ähnlich funktionieren wie auf YouTube. Durch diese Aktivität hat man eben einen Bonus. Die ganzen vergangenen Knife-Giveaways waren auch alle bis auf 1 nur in den Livestreams. Da gehe ich immer auf Nummer sicher und hau die nur an Subs raus, weil ich mir bei Subscribern sicher sein kann, dass es keine Skin-Geier sind, weil ein Sub auf Twitch ja 5 Dollar kostet im Monat. Und ein Skin-Geier gibt eigentlich keine 5 Dollar aus, um dann vielleicht Knife zu gewinnen. Diese Sub-Giveaways sind dann praktisch für die härtesten, der harten, die eben am finanziellen auch unterstützen sind. Und versteht mich da bitte nicht falsch, ihr solltet jetzt nicht rein subben, um dann irgendwie was gewinnen zu können, sondern der Gedanke dahinter ist, ihr subscribt mich auf Twitch, weil ihr mich unterstützen wollt und könnt dann noch zusätzlich als positiven Nebeneffekt was gewinnen. Also um es kurz zu machen, wer mich live erleben möchte, wer eine coole Zeit haben will während dem Livestream, wer mit mir zusammen spielen möchte und wer eben auch Skins gewinnen möchte, der sollte auf jeden Fall in die Livestreams kommen. 3-mal die Woche finden diese statt. Ich sag's ja einfach nochmal, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Bei den Viewer Games sind die Ranks übrigens egal, weil wir die unterteilen in Low- und High-Viewer Games. Die High-Viewer Games sind meistens von meinem Rank bis Global und die Low-Viewer Games sind alle Ranks unter meinem Rank. Also jetzt im Moment Silber bis DMG ist Low und High ist halt DMG bis Gold, beziehungsweise Adler bis Global meine ich, nicht bis Gold. Wer live mit dabei ist, bekommt auch die ganzen Skinschenkungen mit. Also gerade die letzten paar Streams kamen so viele neue Skins rein, also auch viele Knives, Handschuhe kamen rein, ein Stat-Track Knife kam rein, das ist jetzt gerade nicht hier, sondern auf meinem zweiten Account. Es kam so viel Neues rein. Und wer live mit dabei ist, kriegt es dann eben halt auch live mit. Na? Ich glaube, gerade heute hat Gerdinger auch angekündigt, dass er wieder was rauskloppen will. Man darf gespannt sein. Ja, soweit so gut. Also wie gesagt, der Livestream findet heute ist ja Dienstag auch wieder statt, um 19.30 Uhr. Leider habe ich jetzt davor keine Zeit mehr, um noch ein richtiges Video zu machen, also ein großes Matchmaking, ein Podcast oder wie auch immer, weil die Sache wahrscheinlich bis in den Stream rein rendern oder hochladen würde und dann kann ich nicht streamen. Deswegen kommt jetzt hier nur was Kleines, eine Ankündigung. Ich gucke, dass ich die jetzt öfter mache. Nur noch viel kürzer, ich habe es jetzt halt gerade nochmal in seiner Gänze erklärt, die Stream-Geschichte. Aber ich will die Ankündigung wieder öfter machen, wo ich praktisch immer diesen großen Skin ansage, der rausgeht. Aber die kleineren halte ich meistens aufgrund der Spannung einfach geheim. Und dann ist irgendwann das Giveaway, ach so, ja, fragt nicht, wann die Giveaways sind, die sind einfach irgendwann. Neue Leute neigen dazu, zu fragen, wann die Giveaways sind. Ich will da jetzt nicht zwingend auf Skin-Geier plädieren, das machen zwar viele, aber ich sehe das nicht so. Es ist natürlich einfach diese Information, die man haben möchte, weil sie vielleicht jetzt erstmal dann duschen gehen wollen und Angst haben, es zu verpassen. Also fragt trotzdem nicht, beziehungsweise es hat keinen Sinn, weil es keine feste Zeiten gibt. Als Tipp kann ich euch nur sagen, es ist meistens so im hinteren Drittel des Streams, damit man genug Zeit hat, zumindest die erste Hälfte genug Zeit hat, um Bubble Dollar überhaupt ansammeln zu können. Falls es bei einem dann nicht reicht, ist es ja kein Problem. Es gibt ja dann am Donnerstag schon wieder den nächsten Stream und am Freitag schon wieder den nächsten und dann am Dienstag und so weiter und so fort. Das war's eigentlich soweit. Achso, wer subscribed, hat nicht nur die Chance eben auf diese Knives und die ganzen Riesenskins, sondern hat auch die Chance auf ein Giveaway des
das jede Woche von alleine stattfindet, ohne dass der Stream an ist und so weiter. Jede Woche gehe ich praktisch einmal mit dem Bot die Liste durch, der Subscriber. Dann wird jemand zufällig gezogen und der bekommt dann irgendeinen Skin. Ist jetzt auch nicht die Welt, also sind es nicht irgendwelche Knives oder sowas, aber es ist halt einfach nochmal was extra, das man geschenkt bekommt. Nur, dass ihr da schon mal im Bilde seid. Kommt dann heute Abend um 19:30 Uhr in den Stream, es wird spaßig. Ciao, ciao!